Eine Hälfte ist geschafft. Eine Hälfte wartet noch in der Pokémon-Liga. Der Pokémon Schwarz und Weiß Souling Challenge. Yeah! Und ich würde sagen, diesmal bleiben wir sogar in der Reihe und gehen zuerst zu Estor. Okay. Wobei, ich weiß nicht, haben wir beim ersten Mal dann quasi so erst Geist, also quasi Geist und Licht und dann Kampfpsycho gemacht oder haben wir so wirklich die Reihe nach durchgegangen? Wir sind der Reihe nach durch, von links nach rechts. Dann machen wir es auch genauso weiter und gehen jetzt der Reihe nach von rechts nach links. Da steht er schon, Leute. Da steht er mit seinem Wen? Gesicht. Ich glaube, ich lasse auch weiterhin Trikefalo vorne, denn er hatte nicht so viel bei Katlea zu machen. Deswegen darf ich jetzt erstmal Esther sprechen. Ich muss immer nochmal anmerken, wie krass ich einfach finde, dass du die zwei Nemesis gezähmt hast. Also dass wir sie jetzt quasi, sie kämpfen auf unserer Seite, Leute. Das ist so epic. Ja. Unser Leben gleicht einem ewigen Spiel mit den Karten, die von uns einer höheren Gewalt zugeteilt wurden. Wie beim Kartenspiel kommt es auch im wirklichen Leben darauf an, das Beste aus dem zu machen, was einem gegeben wurde, anstatt sich über ein ungünstiges Blatt zu beschweren und mit dem Schicksal zu hadern. Also Yugi hat auch immer an das Herz der Karten geglaubt und egal was er kam, er hat es benutzt. Das stimmt. Dem Sieger gehört die Welt, dem Verlierer bleibt nichts. Doch gerade dies gibt uns das Gefühl, am Leben zu sein. Deeper Shit bei Astor, Leute, hier. Worüber auch immer er damit darüber reden wollte, aber gut. Keine Ahnung. Lassen wir ihn einfach. Lassen wir ihn einfach mal Astors Erdkampf-Pokémon. Bei mir, was bist du denn für einer? Bei mir hat er Wasser- oder Gesteins-Pokémon. Fängt mit Ammonitas an. Bei mir ist es Strepoli. Darf ich diesmal meinen Schweifglanz machen? Ich bin greedy. Ich gebe es zu. Ich will meinen Schweifglanz. Ich will, dass mein Schweif glänzt. Also Nemesis Schweif. Das erste Pokémon werde ich einfach KI-mäßig besiegen. Wieso? Weil es Power Punch hat und die KI kann mit Power Punch einfach nicht umgehen. Das ist ja kein Geheimnis. Ja. Nebenbei, Ammonitas hat eine Hydropumpe versucht, die erstmal daneben ging. Ja. Zweites Pokémon, Flapterix. Er ist ein Gestein. Er ist ein Fossilentrainer bisher. Er hat einen Irokeks, warte mal. Ah, Moment. Das hat er. Also. Das ist, fast, das ist ja schon fast legit. Ja. Wahrscheinlich noch auf dem richtigen Level oder so. 71, das wäre lustig. Pupita. Bitte mach viel Schaden. Das ist. Oh, das will ich nicht unbedingt abbekommen. Was kam? Oder was käme? Kopfstoß. Autsch! Das Jam. Bitte nicht. Kannst du das bitte abfangen? Und Jam nur so. Nix da. Es trifft einfach nichts. Also vom Gegner. Das finde ich gut. Nicht so das Problem, mit Kopfschuss ging er schon zweimal daneben und jetzt macht er Fassade aus Frust. Ah, wir wollen, ich hoffe, das reicht, das wird aber wahrscheinlich nicht reichen, oder? Ich meine gerade eben, das von Rosrada hat schon nicht ausgereicht, da wird das jetzt recht nicht ausreichen. Und Top-Genesung, Beulenhelm sei Dank, RIP. RIP ihm aber dann. Ja, es wird jetzt halt leider, also ich glaube nicht, dass es gefährlich werden kann, weil Jam das alles tankt, aber es wird dauern und ich hätte Surfer machen sollen, es hat einfach viel mehr Schaden gemacht, ich bin so eine Torfnase. Also ich bin gerade beim letzten Pokémon von ihm. Schweifglanz OP. Schweifglanz OP. Schweifglanz, Drachenpuls, alles One-Hit. Ja, das Irokeks hat ein bisschen gedauert. Durchgehen. Alles. Ich habe auch nicht erwartet, dass der irgendwie da was davon überlebt. Aber er hatte 4 Fossilien. Wow. Er hatte Ammonitas, er hatte Flapterix, Ramaidon und Wheelie. Das ist aber stylisch. Fast schon gewollt. Ja, ich sag mal so, die anderen beiden, also Pupita und Rizeros, würden da vielleicht auch irgendwo noch so ein bisschen da reinpassen. Pupita ist immerhin antik irgendwie. Ja, und Rizeros ist Nummer 1. Stimmt, also auch alt. Genau, siehst du, er hat ein altes Team gehabt, aber ich bin jetzt erstmal vorfertig. Ja, bei mir, ich hab noch, wie viel sind es noch? 3? Ja, Leute, wisst Bescheid. Guckt bei Christian weiter. Vielleicht ist da gleich auch ein bisschen Spannung, vielleicht rockt das auch einfach durch. Also wie es gerade aussieht, werden die Leute gleich, sobald sie das Video eingeschaltet haben, falls sie es nicht schon laufen haben, wird der Kampf wahrscheinlich vorbei sein, weil... Guck so zur Seite, oh, Kampf vorbei. Guck wieder zurück, oh, Kampf auch vorbei. Ja, der hat auch nichts zu... Top 4, bisschen enttäuschend bisher, muss ich sagen. Ja. Aber wer weiß, was wir haben es von Anfang an gesagt, ne? Jeder Trainer kann potenziell ein Champ sein. Okay, der war billig, der konnte einfach nichts... Auch schon wieder so unterentwickelte Pokémon. Kaum was Hochentwickeltes. Wir müssen uns auf jeden Fall fürs nächste Mal doch mal was anderes überlegen. Vielleicht anstatt komplett random zu nehmen. Ja, war ja ein Test. Ja. So. Du darfst ihn gerne sprechen weiter. Auf dem großen
Erdenrund gibt es sowohl schlechte Arten zu gewinnen als auch gute Arten zu verlieren, denn unser Leben entzieht sich jeder Form von Schwarz- und Weißmalerei. Oh, Title Drop! Title Drop in Part 82. Ja. Und genau das macht es so spannend und verzwickt zugleich. Selbst bei Münzvorfall ist es am Ende nicht zwangsläufig Kopf oder Zahl, denn manchmal zieht die Münze es vor, sich für keins der beiden zu entscheiden und auf einem schmalen Rand zu verfallen. Das ist aber sehr selten. Ich erinnere an Asterix und Obelix. Ja. So, dann bleibt nur noch Anissa. Und die wird uns jetzt richtig zerstören, Leute. Bitte nicht. Ich sehe das schon kommen. Ich sehe es immer vor meinem geistigen Gesicht. Hast kein geistiges Auge mehr, du hast ein ganzes geistiges Gesicht jetzt. Ich habe ein komplettes geistiges Gesicht. So, wer darf denn Anissa übernehmen? Das ist die Frage. Er hat noch nicht so wirklich viel gemacht. Ich weiß nicht, Death möchte ich mir echt aufsparen für den Champ. Kann ich verstehen. Ich sag mal, ich würde so feiern, wenn wir nochmal Trikefalo und Giratina gegenüberstehen würden am Ende. Bitte nicht. Ich sag mal, die können zumindest beide... Doch, die können beide zusammen Kopf. Oh Gott, wenn er mit Drachen ankommt, dann wird es solchen Dingern, ne? Bitte nicht. Also ich pack Kissen nach vorne und ich stehe bereit vor ihr. Du darfst sie lesen. Okay. In der Welt dreht sich nicht alles allein um dich. Vergiss das nicht, denn immerhin, das war ein Auszug aus meinem neuesten Werk. Ich bringe einfach liebend gern Geschichten zu Papier über Trainer und ihre Pokémon, die sich bei mir... Da hast du bei dir nur diesen einen Satz gesagt. Bei mir hatte sie 5, 6 Textboxen vorher. Nee, bei mir hast du nur den einen gesagt. Okay. Die sich mir hier mit vereinten Kräften entgegenzustemmen versuchen. Höchstzeit also, dass ich euch ebenfalls zum Protagonisten in meinen Erzählungen mache. Das war, glaube ich, sogar wirklich 1:1 das gleiche wie beim letzten Mal. Aber wir sind doch schon Protagonisten. Das ist doch irgendwie unnötig, dass sie uns jetzt erneut so machen möchte. Okay, sie fängt mit Markby an. Ja. Stallobor. Das ist schon ein bisschen gefährlicher als ein Markby, ja. Aber ich habe von Tränen. Ich habe Drachentanz. Oh, er macht Sonnentag. Sollte ihn eigentlich one-hitten. Außer jetzt kommt Fokusgurt. Markby ist schneller als Altaria? Spricht nicht für Altaria. Nicht wirklich. Aber ich habe jetzt einen Drachentanz drin, jetzt bin ich schneller. Reicht ein Pflücker? Nein. Ein Flammenkörper hat sich auch noch aktiviert. Geil. Und Feuersturm. Ja. Geil. Ich glaube... Aber kann Wälzer nicht Senkopfstoß? Theoretisch? Ah, du hast also Boden. Erdbeben. Tankst du, oder? Wen hast du vorne? Tankst du Florios? Oh Gott, ey. Aha. Holy cow. Das klang ein bisschen sehr knapp. Wälzer kann nicht H2O-Absorber, oder? Nicht, dass ich wüsste. Weißt du was? Ich hab zu viel Angst, ich wechsle. Ich glaube, ich wechsle auch gerade erstmal Kisten raus, weil Drachenpuls ist kein sicherer Two-Hit. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, Leute, deswegen werden wir so spielen müssen. Ja, denn hier kommt der nächste Feuersturm in der Sonne. Alter, das tut echt weh. Also ihr Team ist wenigstens bei mir mal entwickelt. Wie sieht's bei dir aus? Still Markby. Oh, du hast mich gerade hier mit Feuerstürmen in der Sonne bewirft dann die auch einfach alle treffen, ne? Feuersturm und Mass. Sag mal, wie schnell ist dieses kleine Vieh eigentlich? Meine Güte, so, das ist schon mal weg. Und Sonnenlicht verliert an Intensität. Das ist gut. Dann kann ich also auch weiter rumsurfen. Jungglut. Ja, Jungglut ist okay. Okay, ich muss sagen, sie hat so bisher Rockheimern, Welser, Stallobor und jetzt kommt sie mit Knackrack. Yo. Not bad, not bad. Hey, sie packt mal ein bisschen was aus. Das stimmt. Aber Aurora schlägt sich besser auch ganz gut. Weißt du, Markby, Jungglut, Ponita. Ponita mit Sprungfeder. Hat Sprungfeder nicht auch so eine hohe Parachance? Okay, jetzt muss ich überlegen. Wieso? Moment. Ich glaube, ich muss Mewtwo rein switchen. Problem ist, Knackrack mit seinem Drachenstoß tut halt ultra hardcore weh. Kein ich kann Resist. Kronos nicht reinschicken, wegen, naja. Sie hat ein zweites Jungglut. Ja, stimmt. Hier, Leute, das könnte eng werden. Hoffen wir es mal nicht. Also, ich muss gerade zu ihrer Schande sagen, dass bisher Markby die größte Gefahr war in ihrem Team. Bisher. Ja.
Du musst den Draco droppen, Jan. Drop ihn. Und zwar ganz hart. Oh, Gott sei Dank. Puh, das Knackrack, das ist gar nicht ungefährlich. Oh, ich wurde Infernot von Glutexo. Aber ist nicht schlimm, oder? Naja, also Aurora hat davon 20 KP Schaden und einen Burn nur bekommen, also ja, ne? Aurora. Oh shit. Oh shit. Victory, ich kann nicht wechseln. Also, ich werde es probieren, aber wahrscheinlich wird es nicht gehen, oder? Ich glaube nicht, ne? Okay, es hat... Was hat Victory denn noch? Das hatte ich schon mal, glaube ich, hier, dass ich trotzdem wechseln konnte. Oh. Scheren? Nee, die Scheren macht, aber... Irgendwas in der Richtung, was so wirkt? Alter, ich muss ganz ehrlich, die ist stark. Die haut extrem rein, weil da überall Erdbeben drauf ist, logischerweise. Ja. Oh! Okay! Das letzte Pokémon hat es doch in sich von ihr. Was ist es? Das ist echt traurig, dass es gerade das ist. Panferno. Oh, Panferno, warum? Warum packst du gerade das Panferno zum Schluss aus? Bitte reiche. Okay, gut. Diktri hält zum Glück hält Diktri ja nichts aus. Also Panferno mit Gedanken gut? Kann Panferno Psychoattacken von selbst lernen? Ich glaube nicht, nee. Also von selbst nicht, aber Gedanken gut, das lernst tatsächlich. Übrigens, Gastrodon gegen Gastrodon. Geil. Jetzt hat er zwei Gedankengüter drin, ich hab Angst. Bringt das Gedankengut Panferno überhaupt irgendetwas? Na, Feuerattacken vielleicht. Flammenwurf? Ich weiß halt nicht, ob es da... Das könnte wehtun. Okay, das tat zum Glück nicht so weh. Es hat Akrobatik eingesetzt. Nein, ne? Was denn? Kula ist tot. Was? Lehmbrühen-Crit. Nein. Ah, warum? Erst Freezer, dann Kula. Ich habe schon die ganze Zeit gesehen, das sieht kritisch aus. Ich bin doch so doof, warum habe ich nicht einfach Gastrodon geheilt? Irgendwie dachte ich gerade, ich darf keine Heil-Items benutzen. Weißt du, was da noch das Traurige ist? Was denn? Das ist quasi das älteste Team, was wir aktuell sogar drin haben. Kula und? Kula und, Chick. Ich habe ja letztens noch drüber gesprochen, über die Route, wo wir sie gefangen haben, ne? Mhm. Wer ist denn jetzt quasi unser, ich sag mal, ja, ältestes Teammitglied? Der Crit hat sowas von gemeldet, Leute, das sag ich euch. Auf jeden Fall, Gastrodon würde nie im Leben so viel Schaden machen. Mhm. Kann der KP-Balk bitte nicht so langsam sinken? Ich weiß, dass es das nicht überlebt, aber trotzdem. Ah. Okay, ich hab's. Weißt du, was ich krass finde? Hm? Alle Pokémon, die wir jetzt noch im Team haben, haben wir erst seit Ends Schloss. Passend zum Finale. Also quasi sind eigentlich alle Pokémon, die wir jetzt noch übrig haben, neu, mehr oder weniger. Ja. Kula und Chick waren die letzten alteingesessenen. Kula, why? Du darfst sie nochmal reden. Okay, lass mich dir etwas sagen, junger Trainer. Der Person, welche es gelingt, die Top 4 zu bezwingen, gebührt die Ehre, die Kammer des Champs zu betreten. Du hast uns bewiesen, dass du dieser Ehre mehr als würdig bist. Nun ist es an dir, die noch leeren Seiten im Buche des deines Lebens mit Inhalt zu füllen. Möge deine Zeilen der Nachwelt als Beispiel dienen. Das war ein sehr schöner Satz zum Schluss nochmal, möchte ich sagen. Hm. Ach, cooler. Hm. Ich mache jetzt quasi die Verabschiedung hier. Also wir können es ja nicht freilassen mehr. Ja. Ich war super froh über meinen Starter damals mit Freezer. Und Freezer, ich weiß nicht mehr, was hat Freezer mitgerissen? War das nicht auch ein Crit in Arena damals? Doch, das war ein Crit, du hast recht. Ja. Das Lustige ist ja, fast alle legendären Pokémon wurden getötet, weil sie mitgerissen wurden quasi. Aber jetzt tatsächlich ist Kula selbst wieder derjenige, genau wie Freezer, der untergegangen ist. Und du warst das stärkste Pokémon in meinem Team. Also eigentlich kein Zweifel. Wahlglas Mewtwo, Leute. Oh ja. Damit ist nicht zu spaßen, aber wie ich es schon damals gesagt habe, gegen Crits kann leider niemand ja, standhalten halt. Ja. Und Chick. Anfangs
Muss ich ja leider sagen. Habe ich mich sogar noch ein bisschen über dich lustig gemacht. Nach dem Motto, oh, der ist, du hast sogar noch weniger Angriff als dies und dies Pokémon, ne? Mhm. Aber das einzige Pokémon, was einen besseren Angriff hat als Chick, ist wirklich nur noch der Tod selbst. Wie das klingt, ey. Ja. Niemand konnte ihm sonst das Wasser reichen, angriffsmäßig. Und ja. Es war immer schön mit deinem Bedroher. Selbst mit deinem Angriffsminuswesen hast du reingehauen wie kein Zweiter. Oder keine Zweite, tut mir leid. Danke auf jeden Fall. Ah, Leute. Das heißt, also ich habe gerade nochmal AP und alles aufgefrischt, unser Team so fit gemacht, wie es auch nur irgendwie geht. Stimmt, AP wäre gar nicht mal so schlecht. Denn ich habe, glaube ich, auf Nemesis fast keine Drachenpulse mehr. Und wisst ihr was? Das Erbe vom YouTube wird jetzt weitergetragen. Coolers Erbe wird weitergetragen in einer anderen Form. Das Wahlglas bekommt jetzt Hydragil, unser Ninja-Guy. Hm. Ich überlege gerade, wem ich... Ich finde, das ist auch ganz gut. Ich sollte irgendjemand auch das Muskelband geben, was Chick getragen hat. Wer ist denn physisch? Quappo. Du trägst aktuell den Expertengurt, aber du nimmst jetzt das Erbe von Chick in dir auf und nimmst das Muskelband. Zack, wie deine Muskel. Ninja Guy hat Genesung. Aber ganz ehrlich, Leute, Genesung brauche ich nicht auf Ninja Guy. Der stirbt sowieso mit jeder Attacke gefühlt. Wie das klingt. Ja. So. Sollen wir schon mal runtergehen oder hier oben warten jetzt für den nächsten Part? Ich glaube, ich würde sogar schon mal runtergehen. Okay. Beziehungsweise, warte, lass mich kurz durch die TMs gucken, ob Hydragil noch irgendwas davon lernen kann, irgendwas Spezielles. Und machen wir erst dann im nächsten Part den Champ. Ja, ich bin jetzt aber schon mal. Ich bin jetzt schon runtergefahren. Ich laufe schon mal hoch bis zur Treppe da. Stell mich da einfach vor die Tür. Tue das. Bin gleich da. Ich bin ja gleich da, Jan. Sag mal, ich kann eh nicht durch meine TMs gucken, um zu sehen, habe ich vielleicht noch was Gutes? Nee. Ich noch nicht. So. Als ob, Jan. Ich stell mich rechts an die Tür. Ich bin so vorbereitet, wie es nur irgendwie geht, und ich würde auch sagen, Suwako darf mit dem Erbe von Chick nun auch ja, den Anfang dann im nächsten Part machen gegen den Champ. Okay. Ich mach's mit Ninja. Ich wollte auch mit Ninja Guy anfangen, lustigerweise. Das passt ja perfekt. Ja. Ach, Leute, warum? Das war so doof. Das hätte ja einfach heilen können, aber irgendwie... Das kam dir einfach nicht in den Sinn. Kannst du vielleicht Juwelenkraft lernen? Nein. Okay. Gut, Leute, dann fahre ich jetzt auch noch im Rund. Du stehst rechts, sagst du? Genau, ich stehe quasi direkt vor dem Tor. Da halt zum Champ rein auf der rechten Seite. Ein letzter Schluck Wasser. Das heißt, Leute, so oder so, in jedem Fall gibt's morgen das Finale. Die Frage ist, wer wird stehen? Werden wir die schwarze Edition endlich besiegen? Endgültig besiegen? Wir haben sie ja schon besiegt quasi. So, ich stehe jetzt links vom Tor. Aber werden wir auch das endgültig, den das endgültigen True Ending. Das True Ending, genau. Übrigens voll cool, wenn ich da vor der Tür stehe, sieht man, die Cap ist richtig ins Gesicht gezogen. Man sieht halt meine Augen nicht. Na, bei mir sieht man die ja leider noch. Okay, Leute, das war's für heute. Morgen das große Finale. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao.